Nichts da. Zweimal Nachtisch war nicht vereinbart. Du wirst zu dick. Na schön. Bevor ich Ohrenschmerzen kriege. Aber nur ausnahmsweise, hörst du? Hier. Also hast du Töne? Ja doch, ich komme ja schon. Oh nein, die liebe Nachbarin Piepenbrink. Ja, Na, hallo was Frau. sagen Sie nun, Frau Holmquist? Für 3,80 Kartoffeln und Vitaminbomben, frisch vom Wochenmarkt. Obwohl, wenn ich gewusst hätte, dass das so schlüpfrig draußen ist. Nee, sagen Sie mal nix. Nun war ich schon mal da und deshalb dachte ich so bei mir, Piepenbring, nimm doch gleich der lieben Frau Holmquist auch noch was mit. Matchwetter und ältere Leute passen doch nun wirklich nicht Na, zusammen. da haben Sie sicher recht. Na, kommen Sie mal durch. In die Küche, natürlich. Hatte ich sowieso vor. Miketmenschiede, was sagst du denn zu meiner Frau Überraschung? Piepenbrink, warten Sie, Sie verlieren Kartoffeln. Das Netz muss irgendwo ein Loch haben. Warte, ich verliere verlierst richtig. Kartoffeln. Da Der sagt Sack mir muss das ja irgendwo immer. ein Loch haben. Sappel nicht so viel. Bei deinem Gesappel. Nanu, Frau Holmquist, Sie schmunzeln ja so. Keine Sorge, hat nichts mit Ihnen zu tun. Mich haben nur gerade die kullernden Kartoffeln an etwas aus der Vergangenheit erinnert. Und ich könnte wetten, das hängt mit einem Kerl zusammen. Stimmt's? Na bitte, wusste ich's doch. Wer so guckt. Also wenn ich zurückdenke, dann lande ich immer ganz fix bei meinem durchgeknallten Verflossenen. Aber da ist nichts mit Schmunzeln. Na, lassen wir das. Sonst feiern meine Magengeschwüre gleich wieder Silvester. Nehmen Sie mal lieber die Apfelsinen und holen mir eine Schüssel für die Kartoffeln. Ja, ich denke, das wäre wohl das Beste. Und dann klären Sie mich mal auf, was dieser, wie auch immer er heißen mag, mit diesen kullernden Dingern hier zu tun hat. Ach kommen Sie, Frau Hornquist, nun seien Sie doch mal nicht so zugeknöpft. Also schön, er hieß Fritz und er verlor sie aus einem Sack auf dem Weg zum Schwarzmarkt. Und dadurch lernten wir uns. Moment mal, Schwarzmarkt? Denn war das ja schon im Krieg? Nee, nicht ganz. 2 Jahre danach war's. Hier bitte, genau genommen im Juni 47. Donnerschlag. Ein tolles Gedächtnis haben Sie. Und war das hier in Lübeck? Nein, im Rheinland, wo Mutter und ich im Krieg Zuflucht in einem Kloster gefunden hatten. So, so. Aha. Und wie alt waren Sie, als Sie diesen Fritz kennenlernten? Da war ich 14. Uiuiui, Frau Holmquist, Frau Holmquist. Denn war das aber bestimmt Ihre erste Liebe. Wie? Die kommt, der Fisch ist fertig. Naja, und Na, was denn nun? unvergesslich schön war sie, trotz allem. Trotz allem? Denn dann heißt das aber doch, dass da wohl zwischendurch was passiert sein muss, nicht? Ja, ist es. Nein, wie spannend! Also dann gucke ich noch fix, ob da noch was durchs Treppenhaus kullert. Und Sie kochen uns derweil einen schönen Kaffee. Ja, Und der. nicht böse sein, aber ich wollte eigentlich Ach gerade. ja, Mittagsschläfchen, natürlich. Kenne ich ja von Mutters. Dann erzählen Sie mir das eben mal was anders, nicht? Außerdem sollen Sie ja nicht denken, dass die Piepenbringsche neugierig ist. Nee, Neugierde ist nun wirklich nicht mein Ding. Also denn, tschüss so lange. Nanu, was war denn das? Jetzt ist sie schneller verschwunden, als ich ihr das Geld geben konnte. Hast recht, mache ich morgen. Heute hatten wir schon genug Piepenbrink. Aber ich sag dir, in dem Fall kann sie weiterbohren, bis sie schwarz wird. Fritz und ich, das bleibt mein süßes Geheimnis. Naja, bis auf die Eingeweihten von damals natürlich.
Die, du hast mein Leben so unbeschreiblich schön. Ach, meine Gute. Jetzt hat sie mich wirklich eingeholt, die Vergangenheit. Moment, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du meinst, dann sollten wir es uns jetzt im Sessel gemütlich machen? Also du, ich und diese leckere warme Honigmilch. Und dann sollte ich dir davon erzählen? Na dann, worauf warten wir noch? Mach dich mal nicht so breit. So. Ich will's auch bequem haben. Wird nämlich ein Weilchen dauern. Denn auch wenn das Ganze schon Jahrzehnte her ist, ich erinnere mich an jede Einzelheit, als ob's erst gestern gewesen wäre. Ja, brauchst mich gar nicht so anzugucken. An jede einzelne Kleinigkeit, sag ich dir. Mama, ist der verdammte Krieg jetzt wirklich vorbei? Ja, meine Große. Und ab jetzt darfst du endlich wieder Judith sein. Und ich Magdalena. Und glaubst du, dass die Judith auch das Lachen wieder lernen kann? Aber natürlich kommt das Lachen wieder. Du bist doch erst 12 und du hast dein ganzes Leben noch vor dir, tröstete mich meine Mutter an jenem 8. Mai 1945. Ja, ich war erst 12, als dieser Wahnsinn endlich durchgestanden war. Und nein, wir zählten nicht zu den ca. 60 Millionen, die es nicht geschafft hatten. Darunter auch viele Kinder. Meine Chance fürs Überleben war die Haut einer Adelheid Petermann, in die ich schon ein Jahr vor Kriegsbeginn schlüpfen musste, nur weil meine Familie jüdisch war. Und je stärker die Angst vor Entdeckung in den 6 Kriegsjahren wurde, desto mehr brannte die Haut der Adelheid auf der Haut der Judith. Aber ich nahm es hin, denn ich wusste, meine wahre Identität bedeutet Tod und dem, kannst du mir glauben, bin ich oft begegnet. Naja, wohl jeder trug nach Kriegsende Narben auf der Seele mit sich herum. Unsere, also Mutters und meine, hießen Levi und Noah, Vater und mein kleiner Bruder. Der allgemeine Jubel vom 8. Mai wich dann schnell neuen Ängsten. Angst um Angehörige, die verschleppt worden waren. Angst um Männer und Väter, die noch nicht heimgekehrt waren. Angst vor den Siegermächten, die nun bestimmten, was wir zu tun und zu lassen hatten. Dazu kam der Versorgungsmangel, denn Produktionsstätten wie Fabriken und so weiter waren ja nur noch Schutt und Asche. Straßen teilweise verschwunden. Transportfahrzeuge? Einfach im Krieg für Militärzwecke einkassiert. Kurzum, alles wurde kostbar. Die Sachen, die man auf dem Leib trug, das Stück Brot, das Streichholz fürs Brennmaterial, das man noch hatte, ein sicheres Dach über dem Kopf für die Nacht. Dabei hatte es die Städte am schlimmsten getroffen. Aber dort bei den Nonnen, die Mutter und mich nach mehreren Verstecken quer durch Deutschland im November 1944 aufgenommen hatten, tja, da also in dem Kloster meine ich, da war wie durch ein Wunder fast alles unversehrt. Jedenfalls äußerlich. Hinter den Mauern sah es allerdings schon anders aus. Denn niemals haben die Nonnen jemanden abgelehnt, der angeklopft hatte. Verwundet, ausgebombte Familien der Umgebung oder Kinder, deren Eltern umgekommen waren. Später kamen dann Geflüchtete dazu. Manche blieben nur über Nacht, andere wiederum länger. Das hieß 50 bis 70 Menschen, die jeden Tag versorgt werden mussten, irgendwie. Aber dann
kam der Winter 1946-47. Das Thermometer fiel auf unter 20 Grad minus. Und zum Hunger gesellte sich auch noch die Kälte. Selbst im Kloster konnte man ständig den Atem vor sich sehen und am Morgen war das Bettzeug an der Wand festgefroren. Der einzige Raum, in dem es sich noch einigermaßen aushalten ließ, war Mutters Arbeitsbereich, die Klosterküche. Logisch, dass die tagsüber immer proppenvoll war. In dieser Zeit gab es außer meiner Mutter noch eine ganz enge Vertraute für mich, Clara. Auch sie hatte der Krieg zur Vollwaisen gemacht. Wir teilten uns nicht nur eine Kammer mit einem Bett, sondern auch unsere kleinen Freuden, aber auch unsere Tränen und die Arbeit um die jüngeren Kinder. Durch die Lebensmittelknappheit litten gerade die Kleinsten. Fett wäre wichtig gewesen, gab's aber kaum noch, Milch wäre wichtig gewesen. Aber die Bauern sagten, dass alles gerade mal zur Selbstversorgung reicht. Pff, von wegen. In Wirklichkeit brauchten die nämlich ihre Erzeugnisse für den Schwarzmarkthandel. Daran hätten wir uns auch gerne beteiligt, aber für die Nonnen Tabuthema, sage ich dir. Dabei wollte dieser harte Winter einfach nicht enden. Richtig schlimm wurde es, als dann im März die eingekellerten Kartoffeln verbraucht waren. Da konnten dann auch Mutters Kochzauberkünste nichts mehr ausrichten. Von da an gab es nur Steckrüben und Mehlsuppe im Wechsel. Schmeckte praktisch nach nichts, machte aber wenigstens für kurze Zeit satt. Ach ja, manchmal gab es auch noch Maismehlbrot. Ohne was drauf natürlich. Wir alle sehnten uns aber nach Brot wenigstens mit Butter drauf, nach einem Stück Fleisch und vor allem nach frischem Obst und Gemüse. Tja, meine Gute, diese Zustände sind für die jungen Leute von heute kaum mehr vorstellbar. Für sie ist es schon ein halber Weltuntergang, wenn das Handy weg ist. Und dabei vergessen sie, dass weltweit, genau jetzt, viele Menschen genauso ums Überleben kämpfen wie wir damals. Und dieser ungebrochene Wille, eingepflanzt vom Himmel, schweißte auch unseren bunt gemischten Klosterhaufen zusammen. Jeden Tag aufs Neue machten wir einfach weiter. So wie die Natur auch einfach weitermachte. Und tatsächlich, im nahenden Sommer erfüllten die vielen Sträucher des Bauernjasmins in unserem Klostergarten die Luft wieder mit einem feinen Duft nach Honig. Ich liebte diesen Geruch. Und jeden Morgen nach dem Aufstehen begrüßte ich den neuen Tag mit einem Ritual. Das hieß Fenster weit auf, Arme ausbreiten und tief durchatmen. Ja, ich weiß. Tue ich heute auch noch oft. Na jedenfalls, so geschah es, dass mich eines Morgens beim Hinauslehnen die spontane Lust aufs Kräutersammeln überfiel. Über eine Vitaminbombe für den Mittagstisch würden sich sicher alle freuen, dachte ich und schlug Claras Ermahnungen wegen des Unterrichtsbeginns und Bescheidsagen bei der Oberin in den Wind. Und als nur wenig später die Sonne ihre ersten wärmenden Strahlen zur Erde schickte, da war ich schon mit einem großen Korb auf dem Feldweg unterwegs, der an unserem Klostergelände vorbeiführte. Dass diese Entscheidung an jenem Morgen schicksalhaft war, brauche ich dir ja nicht mehr zu sagen. Ach so, du willst wissen, wann genau das war. Na gut, auch das weiß ich noch ganz genau. Es war ein Dienstag. Dienstag, der 3. Juni 1947. Also sowas Rücksichtsloses. Da mache ich noch extra Platz und der fährt mich trotzdem.
irgendwo ein Loch haben. Also, bei deinem Tempo wundert mich nicht, dass die Ladeklappe aufgegangen ist. Die ist schon eine ganze Weile kaputt. Die Scharniere, weißt du? Denkst du, du hast viele Kartoffeln verloren? Glaub nicht. Sind zwar eine mickrige Dinge, aber trotzdem. Nach dem harten Winter wär's doppelt schlimm. Wir haben alle Hunger. Eben deshalb hättest du mich ja auch einfach weiterfahren lassen können. Also... Danke, Baby. Wirst Bescheid sagen. Das Danke nehme ich gerne an. Aber das Baby kannst du dir sparen. Puh, kleine Kratzbürste, was? Aber schöne Augen hast du. Ich frag mich nur, was dich so traurig gemacht hat. Dann frag dich das mal weiter. Aber ich könnte dir die Kartoffeln auf dem Weg einsammeln. Und du verstaust die hier in der Zwischenzeit wieder im Sack. Angebot angenommen. Übrigens, ich bin Fritz, Mädchen mit den traurigen Augen. Hör jetzt auf. Sonst kannst du mein Angebot gleich wieder vergessen. Will ich aber nicht. Dann hier, nimm so lange meinen Korb. Geht erstmal leichter damit. Was nimmst du zum Einsammeln? Ganz einfach. Ich nehme mein Kopftuch ab. Hey, hallo Schwester. Wie? Na, deine Haare. Guck doch mal, dasselbe dunkelbraun und dieselben Locken wie ich. Wieso? Na, wenn du meinst. Und ich finde, die gehören zu einem wunderschönen Gesicht. Und ich finde, ich sollte jetzt doch lieber weitergehen. Nein, bitte, nicht weglaufen. Aber nur, wenn du endlich aufhörst, Süßholz zu raspeln. Ungerne. Aber versprochen. Darf ich dich denn wenigstens gleich ein Stück mitnehmen? Überlege ich mir noch. Der Kerl ist nicht nur rücksichtslos, der ist auch noch frech. Jawohl, Mikette. Rücksichtslos und frech fand ich ihn. Zumindest redete ich mir das immer wieder beim Kartoffelaufheben ein. Warum ich das machte? Na, ich musste doch dieses Augenpaar, dessen Sprache ganz und gar nicht rücksichtslos und all das erschien, irgendwie vertreiben, weil es mich verwirrte. Außerdem erinnerte mich dessen Farbe an goldgelben Bernstein meiner geliebten Ostsee. Und all das zusammengenommen konnte ich nun wirklich nicht bei meiner Idee, die ich bekam, gebrauchen. Also senkte ich einfach ein bisschen meinen Blick, als ich Fritz mein gefülltes Kopftuch übergab. So, hier, bitte. Mehr habe ich nicht gefunden. Und hier ist dein Korb. Da sind aber noch Kartoffeln drin. Schenke ich dir. Und die im Kopftuch kannst du auch behalten. Wirklich? Na, wenn ich es dir doch sage. Hast du es dir nun überlegt? Das mit dem Mitfahren meine ich? Wo willst du denn hin? Na, wohin wohl? Zum Schwarzmarkt. Na, wohin auch sonst? Eben, wohin auch sonst? Also, dann steig schon auf. Ich komme ein Stück mit. Ja klar. Gib mir deine Hand, ich helfe dir. Danke, kann ich allein. Na schön, Kratzbürste. Warum frag ich überhaupt? Sag mal, hast du feste Tage, an denen du zum Schwarzmarkt fährst? Hab ich. Immer dienstags und freitags. Und wäre es dann möglich, dass du auch für jemand anderen was mitnimmst und verkaufst? Klar wäre das möglich. Wieso? Weil unsere Nonnen verboten haben auf dem Schwarzmarkt. Du wohnst in diesem Schwesternverein? Ja, mit meiner Mutter. Seit 2,5 Jahren. Was dagegen? Ach Quatsch. Ich war nur verwundert. Also, du willst, dass ich was für dich verkaufe oder tausche? Na, wie du es machst, wäre mir egal.
aber wir brauchen ganz dringend Fleisch für die Kleinen. Und was willst du dafür weggeben? Weiß ich noch nicht. Ich werde sehen, was machbar ist. Soll ich denn an der Klosterpforte vorbeikommen? Mhm. Ich denke, das müsste gehen. Und wann am Freitag? Ist 6 zu früh? Nein, passt gut. Da ist nämlich die Eingangstür bereits aufgeschlossen. Und die Nonnen sind in der Kapelle. So, und jetzt kannst du gleich da am Waldrand anhalten. Wie, nicht weiter? Nein, ich will Kräuter sammeln. Aber am Freitag sehen wir uns bestimmt wieder, ja? Na, wenn ich dir was mitgeben will, wird sich das nicht vermeiden lassen. Oh, steh, mein Walter. Na dann, Wiedersehen, mein Mädchen mit den traurigen Augen. Wiedersehen, Fritz. Und danke. Willst du mir denn nicht endlich deinen Namen sagen? Der ist nicht wichtig. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber na gut. Dann werde ich eben heute Nacht von dir träumen. Lass es lieber, sonst kriegst du noch Albträume. Krieg ich nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Als ich später aus dem Wald wieder heraustrat, zeigte mir der Sonnenstand, ich hatte mich verbummelt, um nichts zu sagen, mächtig verbummelt. Und das hieß, Schwester Ignatias Unterricht musste mindestens schon halb rum sein und reinschleichen kam nicht mehr in Frage, denn die Eingangstür wurde wegen der Kleinen innerhalb der Schulstunden abgeschlossen. Ach, was soll's, dachte ich. Der volle Korb und ein zerknirschter Gesichtsausdruck wird mein eigenmächtiges Handeln schon wieder gut machen. Und in dieser Überzeugung betätigte ich die Glocke. Doch kaum war deren Hall verklungen, da blitzten mir hinter der kleinen, hölzernen Klappe in der Tür die stahlblauen Augen der Mutter Oberin entgegen. Na, wie nett, dass Sie uns heute noch beehren, Fräulein Jordan. Nein, mach den Mund wieder zu. Das ist bereits das 3. Mal in einem Monat, dass du dich unerlaubt entfernt hast, auch wenn es einem guten Zweck dient. Trotzdem sage ich dir, nur Clara zu informieren, reicht eben nicht. Und das weißt du ganz genau, Himmel, nochmal. Nun steh nicht da wie ein Stock und sag endlich was. Ach so, sollst du ja nicht. Na, jedenfalls diesmal kommst du um eine Strafe nicht herum. Du wirst 3 Nachmittage lang... Naja, das überlege ich mir noch, was du dann machen sollst. So, und jetzt Abmarsch in die Küche zu deiner Mutter. Naja, zugegeben. Mir war schon klar, dass ein zerknirschtes Gesicht nicht immer hilft. Aber neu für mich war, anscheinend können Schmetterlinge im Bauch menschliche Gewitter abprallen lassen. Allerdings nur bis zum letzten Wort der Oberen. Ach du liebe Zeit, Magdalena, die hatte ich doch tatsächlich bis dahin völlig ausgeblendet. Puff! Und weg waren sie, die Schmetterlinge, und an deren Stelle füllte sich mein Bauch mit einem mulmigen Gefühl. Mit dem betrat ich dann die Klosterküche, blickte zuerst in Mutters Augen und dann zur Wanduhr. Beides glich einer tickenden Zeitbombe, denn es war fast 11:30. Manchmal fehlt dir wirklich dein Vater, der dir mal den Kopf zurechtrückt. Jetzt gibt's die erste Backpfeife meines Lebens, dachte ich nur, kniff die Augen zusammen und hielt den Atem an. Tja, und dann, Mikette? Dann hatte Magdalena sich wohl besonnen und nahm mich einfach in ihre Arme. Diese Arme, die seit Vaters Verschwinden im Dezember 1941 mein Halt und meine Heimat waren.
Wie sich allerdings Vaters Arme angefühlt hatten, daran konnte ich mich leider nicht gut erinnern, aber genauso wenig konnte ich mich erinnern, dass er mir jemals den Kopf zurechtgerückt hätte. Dagegen konnte Magdalena manchmal direkt aus der Haut fahren, aber nie für lange. Am Nachmittag trat ich dann Mutter Oberins angekündigte Strafe an. Unkraut jäten in ihrem Schatzkästchen, wie sie ihren selbst angelegten Bauerngarten gerne nannte. Und schlimm war es nicht für mich, denn ich war an der frischen Luft und konnte über die Begegnung mit Fritz nachdenken. Das tat ich übrigens auch noch, als Clara zur Schlafenszeit ungeduldig auf die Bettdecke klopfte. Judith, die Mücken kommen rein. Mach jetzt endlich das Fenster zu. Dann rieche ich aber nicht mehr den Jasmin. Findest du nicht auch, dass der heute ganz besonders gut riecht? Ich finde, dass der auch morgen noch gut riecht. Also komm jetzt ins Bett und erzähl mir mal. Ja, was soll ich dir denn erzählen? Genau das, was du heute am Mittagstisch über diesen Fritz verschwiegen hast. Aber und da gibt's weiter nichts. Erzähl mir keine Märchen. Deine Augen leuchten, dass ich glatt das Licht löschen könnte. Du hast dich doch nicht etwa verguckt in einen Jungen, von dem du nur den Vornamen weißt. Blödsinn. Außerdem, na nun, rück mal ein Stück. Außerdem weiß er noch nicht mal meinen Vornamen. Weiß er nicht? Nein, weiß er nicht, weil ich nicht wusste, wie er über Juden so denkt und... Judith, naja, der Name ist schon sehr verräterisch. Na, diese Zeit ist doch wohl hoffentlich rum. Allerdings, wenn ich da so an unseren neuen, diesen Klaus, diesen undurchsichtigen Typen denke. Aber du denkst schon, dass man einem Burschen, der bei einem Bauern arbeitet, die Wahrheit sagen kann? Also seid ihr doch wieder verabredet. Mensch, Judith. Du bist erst 14 und er ist, na, auf jeden Fall eine ganze Ecke älter nach deiner Schilderung. Jetzt reg dich ab. Ich will ihm doch nur am Freitag was für den Schwarzmarkt mitgeben. Obwohl du genau weißt, dass die Nonnen das verboten haben? Na, prima. Clara, jetzt hör auf, meine Mutter zu spielen. Nur weil du 2 Jahre älter bist. Ich will Fleisch besorgen lassen, für die Kleinen. Weiter nichts. Und was willst du ihm dafür mitgeben? Also mir fällt da jedenfalls nichts ein. Mir schon. Ich werde ein paar Flaschen von unserem Kräuterlikör... Du willst im Keller Kräuterlikör stibitzen, der für die Kranken bestimmt ist? Na, wenn's unseren Kranken hilft, dann hilft's ja wohl auch anderen Kranken. Steht doch auf den Etiketten extra drauf. Nach einem Geheimrezept. Gut zur Unterstützung der Lungenfunktion. Dadurch verkauft er sich bestimmt nochmal so gut. Aber es steht auch auf den Etiketten drauf, woher er kommt. Mensch, Judith, du weißt, ich bin sonst immer auf deiner Seite. Aber wenn du das jetzt durchziehst, dann wird's nicht bei 3 Nachmittagen unkrautierten bleiben. Dann wird's richtigen Ärger geben. Das spüre ich im dicken Zeh. Dann sagt er dem Zeh, der hätte jetzt gerade mal nichts zu melden. Sonst kriegt er von mir den Kinnhaken. Apropos Kinnhaken, den hätte ich nur zu gerne am 2. Nachmittag meiner Strafarbeit der Sonne verpasst. Aber ein Gutes hatte mein Sonnenbrand. Er weckte nämlich Mitleid bei der Oberin und dadurch bekam ich Hilfe. Clara und das Waisengeschwister Parike und Elli meldeten sich freiwillig. Obwohl, bei Elli musste man schon mal mit einem Rückzieher rechnen. Oh Mann, eine echte Schinderei ist das. Das Zeug muss ich gegen mich verschworen haben. Kommt schneller wieder nach, als ich zupfen kann. Also wenn du das nicht wärst, Judith, dann... Hör auf zu meckern, Elli. Sei froh, dass du lebst, verdammt nochmal. Wie ich immer sage, lieber anpacken als tot über den Zaun hängen. So ist es. Psst, nicht zu laut. Und bleibt schön in der Hocke. Wieso denn, Clara? Na, habt ihr es denn nicht mitgekriegt?
Klaus hat sich doch gerade hinter den Hortensienbüschen versteckt und hofft jetzt, dass er was sehen kann, wenn wir uns bücken. Das werde ich ihm vermiesen. Passt mal auf. Was macht sie denn jetzt? Na, kennst doch Elli. Klaus, komm raus, du bist entdeckt. So, das war's. Da läuft er, der falsche 50er. Man munkelt ja, sein Vater soll ein ziemlich hohes Tier bei Hitler gewesen sein. Unter den KZs die Juden? Oh, bitte entschuldige, Judith. Schon gut, Rieke. Kannst du ja nichts dafür. Außerdem wissen wir ja nicht, ob das mit seinem Vater wirklich stimmt. Aber mögen tue ich ihn trotzdem nicht. Wenn's ums Mögen geht, dann mag ich den schon gleich dreimal nicht. Aber selbst wenn sein Vater zu den SS-Männern oder so gehörte, dann haben wir doch nicht das Recht zu denken, dass Klaus genauso denkt wie sein Vater. Jetzt wird's mir aber echt zu kariert. Ich meine, egal, was sein Vater war oder nicht war, fest steht, dass der nun tot ist, seine Frau und sein Sohnemann vor den Russen fliehen mussten und dass sie jetzt genauso arme Kirchenmäuse sind wie wir. Und fest steht auch, dass sein Sohn Klaus uns ständig belauert. Stimmt's oder habe ich recht, Clara? Du hast recht. Und jetzt mach weiter. Aber denkt an meine Worte. Der wird uns noch Probleme machen. Darauf verwette ich eins meiner Unterhemden. Ach nee, vergesst das mit dem Hemd. Sehe ich ja gar nicht ein, dass mich der falsche 50er eins kostet, wo ich doch nur noch zwei habe. Also eins garantiere ich dir. Obwohl unser 11-jähriger Wildfang uns ja wirklich oft zum Schmunzeln brachte, in dem Moment wären mir ganz sicher die Mundwinkel nach unten gekippt, hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass ihre Prophezeiungen bezüglich Klaus ausgerechnet mich mit der vollen Wucht eines Tornados treffen würden. Nein, im Gegenteil. Meine Gedanken beschäftigten sich bereits mit dem nächsten Tag und mit diesem frechen Kerl, dessen innerliche Schmetterlinge, die er bei mir produziert hatte, doch das Gewitter der Oberen abgefangen hatten. Oh, steh, mein Walter. Hallo, mein Mädchen. Hallo, Fritz. Und? Konntest du was erreichen? Konnte ich. Die Ladeklappe bekommt endlich neue Scharniere. Freut mich für dich. Und weiter hast du nichts erreicht? Ach ja, Moment. Da war da noch was. Aber mach die Augen zu und breite die Arme aus. Na los, nun mach schon. So, und jetzt Augen auf. Was ist denn das? Hast du da etwa noch Steine mit ins Paket? Nee, was du da an den Armen hältst, waren mal 12 Hund, die auf Schweinefüßen standen. Ich bin ja platt. Danke, Fritz. Gern geschehen. So, jetzt muss ich aber los. Gibt noch eine Menge zu tun heute. Also dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Mein Mädchen macht traurig auf. Übrigens, ich heiße Judith. Schöner Name, aber ich werde dich die nennen. Die klingt außergewöhnlich, so wie das Mädchen dazu. Oh, meine liebe Clara. Wenn du jetzt meine Gedanken lesen könntest. Hier bist du. Wer hätte ich das geahnt? Ach, du bist Rieke. Ja, ich. Seit 10 Minuten suche ich dich. Du sollst nämlich zur Mutter Oberin in die Kirche kommen. Was schleppst du denn da an? Hat Fritz für uns auf dem Schwarzmarkt besorgt.
Endlich Fett und Eiweiß für die Kleinen. Hier, nimm mal. Ganz schön schwer, was? Das ganze Paket ist voller Fleisch? 6 Kilo Schwein. 1 Kilo für jede Flasche Kräuterlikör. Du hast ihm 6 Flaschen... Ach du dicke Backe. Und jetzt? Gib sicher erstmal ein Himmel nochmal Gewitter von unserem Häuptling. Aber dann gib's 2 dicke fette Braten von Magdalena. Du musst eine Schraube locker haben, Judith Jordan. Aber ich finde dich prima. Na, wenigstens eine. Und jetzt komm, damit ich's hinter mich bringe. Himmel nochmal! Jetzt schlägt aber 13, Judith. Hier schlägt gar nichts, Mutter Oberin. Was wäre denn gewesen, wenn Judith sie vorher gefragt hätte? Eben. Wie gehabt hätten sie es verboten, aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo mir ihre Moralvorstellung bezüglich des Schwarzmarktes langsam auf die Nerven geht. Ich meine, auf der einen Seite habt ihr Nonnen euch ein Bein ausgerissen, um die Menschen hier durch den Krieg zu bringen, um dann schlussendlich mit ansehen zu müssen, dass sie die nächsten Winter nicht überstehen. Wo ist da die Logik? Nein, wirklich. Da lagern so viele Flaschen im Keller, die wir selber noch gar nicht verbrauchen können. Totes Kapital ist das. Also bitte, jetzt lassen Sie Fritz doch die Flaschen auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Illegal hin oder her. So. Das musste mal gesagt sein. Das heißt, Sie sind jetzt fertig, Magdalena? Ja. Na, dann kann ich ja gehen, um mich mit meinen Mitschwestern zu beraten. Ja, tun Sie das. Und dann erinnern Sie sich, dass Kardinal Frings aus Köln ausdrücklich den Mundraum billigt. Und ich schwör's Ihnen, Mutter Oberin, hätte ich hier nicht jeden Tag so viele Mäuler zu stopfen, so würde ich auch Äcker nach liegen gebliebenen Kartoffeln absuchen oder Gleise ablaufen, um vom Kohlenhänger gefallene Briketts aufzusammeln. Na, so weit kommt's noch. Aber das Argument mit dem Kardinal. Respekt, Magdalena, Respekt. Na, komm her, meine Große. Hast du gut gemacht. Ich schmiegte mich an Magdalena, denn ich war unendlich stolz auf sie. Nicht nur, dass sie mich bei der Oberin so verteidigt hatte, sondern auch für die Idee, den Kardinal als letzten Trumpf aus dem Ärmel zu ziehen. Und das als Jüdin. Mehr ging nicht. Am darauffolgenden Dienstagmorgen machten wir uns zu, ja, man könnte sagen zu 14 oder so auf den Weg zur Pforte. Mutter, ich, 10 Flaschen Kräuterlikör und das Schmetterlingspärchen in meinem Bauch. Judith, du weißt Bescheid. Ich regel das mit ihm. Fritz wartete schon, doch als er auch Magdalena erblickte, nahm er formvollendet seine Mütze ab, die er an diesem Tag trug, und machte vor ihr einen Diener. Das gefiel Magdalena, das wusste ich. Guten Morgen, ich bin der Fritz, Fritz Beuer. Freut mich, dich kennenzulernen, Fritz. Ich bin Frau Jordan, Judiths Mutter. Wie du siehst, haben wir die Erlaubnis, dir den Likör mitzugeben. Danke, dass du uns hilfst. Mach ich doch gerne für Sie. Nein, geben Sie die Kiste nur her. Ich mach das schon. Muss eh mal sehen. Ah, da ist ja noch eine Decke. So, das müsste gehen. Sonst scheppert's irgendwann und die ganze Karre riecht nach Schnaps. Wäre schwierig, meinem Großvater zu erklären. Ist dein Großvater der Bauer, für den du arbeitest? Ja, aber nicht nur ich, sondern auch meine Mutter und meine jüngeren Zwillingsschwestern. Wir sind nämlich vor kurzem aus Köln weg und zu ihnen gezogen, weil Großmutter verstorben ist. So ist es für alle leichter, denn in Köln liegt ja sowieso alles am Boden. Ja, ich weiß. In Köln hat's furchtbar gewütet. Und was ist mit deinem Vater?
gestorben, als sie 6 war. Oh, das tut mir leid. Ach ja, übrigens, von den Schwestern bist du heute Nachmittag eingeladen. Zu Erdbeeren. Ach so, schon klar. Die wollen mich unter die Lupe nehmen. Aber ich wollte sie gerade bitten... Also ich würde lieber ihre Tochter heute Nachmittag zu einer Kutschfahrt einladen. Ich meine, nur so für eine halbe Stunde. Geht das? Na, der traut sich was, dachte ich und senkte den Kopf, weil mein Gesicht vermutlich aussah wie eine Mischung aus Honigkuchenpferd und einer vollreifen Tomate. Und derweil Sekunden des Schweigens vergingen, beschwor ich Magdalena in Gedanken, nun sag endlich was, aber das Richtige, hörst du? Na gut, halbe Stunde und keine Minute länger. Na bitte, Telepathie funktioniert. Und das Bekanntmachen holen wir sofort am Freitag nach. Ist das klar, junger Mann? So klar wie Kloßbrühe. Und? Soll es wieder Fleisch sein? Ach, beinahe vergessen. Hier, eine Liste mit den wichtigsten Sachen, die wir brauchen können. Aber sei vorsichtig. Niemand soll wissen, dass du die Flaschen direkt von uns hast. Logisch. Also dann, bist du gegen 2? An diesem Mittag kam Fritz mit allerlei Sachen zurück. Und am Ende der Woche hatte er nicht nur mein Herz erobert, sondern auch das der Schwester. Allerdings einen Wermutstropfen gab es, der der Mutter Oberin zu schaffen machte. Fritz war nämlich der Enkel vom Kappesbauern Breuer, dem Ollen Grieskram, dem Geizkragen, der nie auch nur einen Kohlkopf verschenkt hatte. Uns anderen war das egal und bald schon nannten ihn die Kinder liebevoll Fritz, der Supermann. Er hatte Energie für 3, machte aus unserem Klostergelände mit Hilfe alter Reifen innerhalb kürzester Zeit einen kleinen Abenteuerspielplatz mit Schaukeln, Sandkästen, einem Planschbecken und aus einem Reifen baute er 2 Wippen. Er trennte ihn einfach in 2 Hälften und montierte darauf 2 Bretter. Hier, die Racke. Aber diesmal passt auf, dass sie ihn nicht wieder verschießt. Hört ihr? Nun guckt euch das an, wie die sich freuen. Na komm, Elli, gib mir das 2. Päckchen Mehl. Ist sonst zu schwer für dich. Ja, Elli, mach das. Ist sowieso alles für heute. Butter war nicht zu kriegen. Wieder nicht? Mist. Dabei bräuchten wir sie wirklich dringend. Weiß ich, Herr Ricke. Aber ich habe mir schon was überlegt. Ich besorge euch eine Butterschleuder. Mit dem Ding seid ihr unabhängig und dann, simsalabim, wird aus dem Rahmen von 40 Litern Milch und ein paar Stunden Kurbeln 4 Pfund echter Kraftstoff. Nichts Gepanschtes, ein Traum, sag ich euch. Alles schön und gut, aber wo bitte sollen wir auf einmal all die Milch hernehmen? Da ist also nichts mit Simsalabim. Na, die Milch zwack ich euch schon ab. Aber unter der Bedingung, dass sie nicht fragt, wie. Also Butter, Kraftstofftraum, hin oder her. Durch meine Träume geistern nur noch Berge von Schokolade. Ach so? Ja, Schokoberge mit ganz vielen dicken Nüssen drin. Und die verputze ich dann ganz alleine. Und dann machst du auf, dir ist kotzübel. Aber warte mal, Elli. Du bringst mich da auf eine Idee.
So, und was? Geh doch mal rum und schreib auch die Träume der anderen auf. Wer weiß, vielleicht kommt der Weihnachtsmann ja schon im Juli. Du, mein Walter, du bekommst jetzt von den Mädchen Möhren und einen Eimer Wasser. Ich gehe mit den Drackern eine Runde Fußball spielen. Ach, Mikett, was soll ich sagen? Schwarzmarkttage waren einfach großartig. Auch wenn Fritz dann von der halben Klosterfamilie in Beschlag genommen wurde, so wusste ich, die Sonntagnachmittage, die waren ganz allein für mich reserviert. Für seine Familie war er mit einem Kumpel verabredet und Magdalena und Clara ließen mich gewähren. Dafür liebte ich die beiden umso mehr. In der Nähe des Klosters gab es einen Wald, vor dessen Rand sich ein Flüsschen vorbeischlängelte. Dort gingen wir baden, angelten, brieten dann die Fische auf einem Feuerchen und machten es uns auf Decken bequem. Oft holte Fritz seine Mundharmonika hervor. Ich genoss das sehr, sein Spiel und auch das Zusammensein mit ihm. Wir machten uns einen Spaß daraus, dass wir jedes Mal vor dem Essen denselben Wortlaut gebrauchten. Die, kommst du? Der Fisch ist fertig. Ja, sofort. Muss mir nur noch schnell die Füße abtrocknen. Du kriegst wohl nie genug vom Wasser, wie? Es erinnert mich ein bisschen ans Meer, weißt du? Hier, probier mal. Aber Vorsicht, heiß. Das schmeckt wunderbar. Gib's zu. Ich habe deine Augen zum Leuchten gebracht. Das hast du. Aber dann, am letzten Sonntag im Juli, da sagte Fritz plötzlich: Heute leuchten deine Augen nicht, die. Was ist denn los, hm? Heute ist der 6. Todestag von meinem kleinen Bruder Noah. Oh, das tut mir leid. Kann ich dich irgendwie trösten? Ja, kannst du. Nimm mich einfach in den Arm und hör mir zu. Er lächelte nur, zog mich zu sich heran und ich kuschelte mich wie selbstverständlich an ihn, während meine Augen auf dem gemächlichen Dahinfließen des Wassers ruhten. Gut so? Also dann sag, bei was soll ich dir denn zuhören? Bei meiner Vergangenheit. Jedenfalls ein bisschen davon. Und wieso gerade heute die? Weil du es verdient hast zu erfahren, was vor dem Kloster war. Na eben, woher ich komme und all das. Ich wette, du bist ein Kind von der Küste, stimmt's? Aus Lübeck, an der Ostsee. Meine Eltern hatten dort ein gut gehendes Bekleidungsgeschäft. Jedenfalls, bis Hitler an die Macht kam. Deutsche kaufen nicht bei Juden ein. Deutsche kaufen nicht bei Juden ein. Fritz? Kannst du mir mal sagen, warum wir Menschen so viel Unterschiede in den Religionen machen? Kann ich dir genau sagen. Weil leider immer noch zu wenige kapiert haben, dass es schlussendlich immer nur um denselben Gott geht. Und kannst du mir auch sagen, was ein Mensch dafür kann, wo und als was er geboren wird? Nichts kann er dafür. Rein gar nichts. Und trotzdem musste ich 7 Jahre lang vergessen, wer ich war. Hab 7 Jahre die Sonne nicht gesehen. Hab 7 Jahre auf mein Herz aufpassen müssen, dass es da drin nicht genauso kalt wurde wie die Eiseskälte der Menschen, die uns gejagt haben. 7 Jahre, sagst du? Dann fing es alles bei euch schon 1 Jahr vor dem Krieg an? Ja. Und das Ärgste war, nicht mal unsere Verwandten durften wissen, dass Vater falsche Pässe hatte anfertigen lassen. Wir verschwanden einfach aus ihrem Leben. Und unseres hörte offiziell auf zu existieren. In dieser Nacht vom 26. auf den 27. August 1938. Adam Peter.
Ja, so ist recht. Präg dir den neuen Namen nur gut ein. Denn wenn du dich verplapperst, werden sie uns sofort verhaften. Hast du das verstanden? Ja, Papa. Na dann los. Und geh auf der Treppe so leise wie möglich, damit niemand von den Nachbarn aufwacht. Die Schuhe ziehen wir vor der Haustür wieder an. Psst! Still jetzt! Und schau nicht zurück, hörst du? Schau nicht zurück! Aber ich schaute zurück, wieder und wieder, sodass Magdalena mich regelrecht ziehen musste. Ich weinte. Es tat so weh. Weiter, Adelheid, weiter! Immer einen Fuß vor den anderen. Hast du gehört? Bald kommt eine Bushaltestelle. Dann nehmen wir den ersten Frühbus und fahren ein paar Kilometer mit. Doch diese paar Kilometer mit dem Bus sollten uns fast zum Verhängnis werden. Denn plötzlich wurden wir angehalten. Und zwei Soldaten durchstreiften den Bus. Der eine nahm sich die rechte Sitzreihe vor. Der andere, die Linke. Ruhig bleiben jetzt, Adelheid. Du weißt Bescheid. Hey, Sie. Alle sitzen bleiben, habe ich angeordnet. Oh, Entschuldigung. Ihre Papiere. Ja, natürlich. Einen Moment. Was haben Sie vor, Andreas? Mach dir keine Hier, Ruhe. Bitte. Das ist ja nur eine allgemeine Kontrolle sein. Aha, Johannes Petermann also. Und hier auf dem Sitz hinter Ihnen ist das Käthe Petermann. Ja, meine Frau mit unseren Kindern. Und wie heißen die? Adelheid und Hänschen. Und wie alt? 5,5 und der Kleine ist ein halbes Jahr. Naja, und wo soll's hingehen? Wir sind auf dem Weg zu Verwandten. Wir wollen dort eine Woche Urlaub machen. Und dafür brauchen Sie zwei Koffer? Ja, weil wir... Aufmachen. Den zweiten auch. Ach du Schreck. Aha, Geschenke. Wie? Tja, wissen Sie, die sind für unsere Neffen und Nichten. Meine Schwester und ihr Mann leben nämlich ganz nach Hitlers Wahlspruch. Eine gute deutsche Frau sollte vielen Kindern das Leben schenken. Wir wünschen uns übrigens auch noch welche. Aber Käthe, das interessiert den Herrn Offizier. Schon gut, in Ordnung. Puh, Fritz, ich sag dir. Reines Glück war das, dass er sich mit der in Geschenkpapier eingewickelten Kleidung und mit Magdalenas Einfall von Hitler zufrieden gegeben hatte. Aber von da ab gingen wir nur noch Wege fernab der Straße. Papa, ich kann nicht mehr. Na komm, ist nicht mehr weit. Bis Grümels. Ich trag dich ein Stück. Und dieses Stück dauerte dann mindestens 2 Stunden. Mit mir auf den Schultern und Noah im Arm. Ich weiß nicht, wie Vater das geschafft hat. Als wir Grümels erreichten, war es schon dunkel. Da holte uns dann Fischer Kampmann mit seinem Boot ab.
Die ganze Nacht ist er gerudert, bis wir in der Dämmerung an seiner Fischerkarte ankamen. Da wohnte er nämlich mit seiner Frau und seiner Tochter Christine. Sie war ein paar Jahre älter als ich, brachte mir Lesen und Schreiben bei. Ach, sie war schon großartig. Überhaupt war die ganze Familie großartig. 3 Jahre haben sie mit uns alles geteilt und mit uns gebankt. Und da, in der kleinen Karte, ist dann auch Noah gestorben. An einer Lungenentzündung. Da war er 3,5. Er hat nie gespürt, wie es ist, wenn einem die Sonne auf die Haut scheint. Beerdigt haben wir ihn nachts vom Ruderboot aus im Meer. In einem Sack, beschwert mit dicken Steinen. Nein, bitte nicht. Was nicht? Nicht streicheln. Sonst kann ich nicht mehr weitererzählen. Musst du doch auch nicht. Ich will aber, hörst du? Ich will, dass du wenigstens das Wichtigste erfährst. Schon gut. Warte mal. Ich habe ein Taschentuch. Hier. Danke. Und? Was war mit deinem Vater? Einkassiert. Am Nikolaustag 41, als er uns einen Braten organisieren wollte. Eine ganze Woche haben wir noch gewartet. Aber dann holte Magdalena einen der beiden Koffer hervor und fing an, unsere Sachen darin zu verstauen. Mama, warum packst du denn den Koffer? Hör zu, meine Große. Wir müssen weg. Hier zu bleiben ist viel zu gefährlich für uns, aber auch für die Kampmanns. Aber wo wollen wir denn hin? Besser, du weißt es nicht. Morgen früh machen wir uns auf den Weg. Wie weit ist denn der Weg? Weiter als die 50 Kilometer hierher? Ja, viel, viel weiter. Komm mal her. Du musst jetzt ganz stark sein. Danke, dass ich den Brief lesen durfte und danke, dass du dich mir anvertraut hast. Und selbst wenn die Flasche nie gefunden wird, ich verspreche dir, den letzten Satz, den du geschrieben hast, immer zu beherzigen. Wer auch immer du bist, lieber unbekannter Finder, bitte versprich mir, gib nie auf, tu keinem Menschen oder Tier ein Leid an. Und bitte, hör nie auf zu lieben. Aber willst du denn wirklich heute Nacht die Flaschenpost noch ins Wasser tun? Weißt du denn, wie kalt das ist? Soll ich sie nicht lieber später für dich? Nein, Christine! Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Ich weiß doch selber, dass das Wasser kalt ist. Umso mehr, weil ich nackt da rein muss, weil sonst meine Kleider nicht mehr trocknen. Und ich weiß auch, dass ich ein ganzes Stück rausschwimmen muss, damit die Flasche draußen bleibt. Aber vielleicht ist es das Letzte, was ich noch tun kann. Verstehst du? Vielleicht ist es ja das Einzige, was noch von uns übrig bleibt. Dann weck doch aber wenigstens deine Mutter, dass sie dich begleitet. Nein, lass sie schlafen. Sie soll sich noch ein bisschen ausruhen. Dann komm ich mit. Du willst mit? Ja, denn das ist das Letzte, was ich für dich tun kann. Der Mond schien hell, als ich dem Meer meine Flaschenbotschaft übergab, und Christine stand an der Wasserkante und verfolgte jede meiner Bewegungen. Gesprochen haben wir nach dem Gespräch in der Karte allerdings fast gar nicht mehr. Sie hat mich aber auf die Stirn geküsst und mit einem Finger
ein Kreuz darauf gemalt, als Mutter und ich dann gegen 5 Uhr früh los sind. Und dann? Sind wir kurz vor Weihnachten bei Freunden von meinen Eltern in Düsseldorf angekommen. Ihr seid zu Fuß bis Düsseldorf? Ja, überwiegend. Aber eine Strecke von, 500 Kilometern müssten das doch bestimmt sein. Bitte, Fritz, nicht weiter bohren. Ich versuche das zu vergessen. Nur nachts, da erwischt's mich manchmal noch. Steh auf, meine Große. Bitte, du weißt, ich kann dich nicht tragen. Musst du ja gar nicht, Mama. Du musst nur meine Hand loslassen und mich einfach liegen lassen. Bitte, lass mich doch einfach liegen. Na, jedenfalls, in Düsseldorf gaben uns Großvater Matthias und Großmutter Therese Schutz. In einem riesigen Haus mit vielen Waisenkindern, die sie durchfütterten, hatten sie uns auf dem Dachboden ein Versteck eingerichtet, zugeschoben durch ein Bücherregal. Kein Fenster und nur wenige Kerzen, manchmal ein bisschen Petroleum für die Lampe und im Winter eiskalt. Und abends, nach der Verdunkelung, saßen und schliefen alle in der Küche. So konnten wir nachts bei den Fliegerangriffen schneller in den Keller. Und wir mussten oft darunter. Mama, wie lange dauert dieser Krieg denn? Stundenlang haben wir gezittert. Aber hast du ja auch miterlebt. Kannst du wohl laut sagen. Köln hatte über 260 Luftangriffe. Regelrecht umgepflügt wurde unser Stadtteil. Oft habe ich mitgeholfen, Verschüttete zu bergen. Manche konnten wir retten, andere wiederum... Naja, bei einer von den Bergungsarbeiten ist dann auch eines Tages ein herabstürzender Balken auf meinen linken Arm gekracht. Kannst du ihn deshalb nicht mehr ganz gerade machen? Die Ärzte mussten ihr Arbeit wie am Fließband leisten. Und da ist dann wohl was schiefgelaufen. In die Düsseldorfer Villa schlug's Anfang November 1944 ein. Zum Glück blieben alle unverletzt. Aber das ganze Treppenhaus war futsch. Da war Verstecken nicht mehr möglich. Großvater Matthias hat dann innerhalb von Stunden für uns dieses Kloster hier gefunden. Unglaublich, oder? Ich bin sehr froh, dass ihr euch durchschlagen konntet. Denn nur wenige Juden haben es geschafft. Und dabei hatten wir wirklich eine Menge Hilfe vom Himmel. Der Ewige hat uns all die lieben Menschen geschickt. Nur dieses ständige Abschied nehmen müssen, das tat immer sehr weh. Aber das musstest du ja auch. Ja, nur nicht ganz so oft wie du. Obwohl... Obwohl? Naja, weißt du, ich träume manchmal noch von unserer alten Heimat Mecklenburg, also da, wo Mutter herkommt und wo wir Vaters Grab zurücklassen mussten. Warum seid ihr überhaupt nach Köln gezogen? Weil Mutter keine Arbeit mehr auf dem Land fand. Und da hat mein Großvater, also der hier gemeint, wir sollten doch nach Köln oder Düsseldorf wechseln. Also sind wir noch kurz vor Kriegsbeginn schweren Herzens da weg und meinen 9. Geburtstag habe ich dann schon in Köln erlebt. Aber ich weiß genau, irgendwann werde ich Vaters Grab nochmal besuchen. Du weißt wenigstens, wo er liegt. Von meinem Vater allerdings. Ach, lassen wir das, sonst werde ich nur wieder traurig. Habt ihr denn nie mehr wieder was von ihm gehört? Ich meine, seit dem Nikolaustag 41? Nein, nie mehr. Naja, du weißt ja, was man mit den Juden gemacht hat. Wie war eigentlich sein richtiger Vorname? Johannes war ja nur der Deckname. Levi. Er hieß Levi. Klingt schön. Finde ich auch. Fritz? Mhm. Woran ist dein Vater eigentlich gestorben? Autounfall mit einem Arbeitskollegen.
Der hatte ihn nämlich an diesem Morgen mitgenommen, weil Vaters Moped streikte. Der Fahrer hat überlebt. Vater verstarb anschließend bei der Operation. Und seitdem hat mein Großvater... Ja, sprich doch weiter. Was hat denn dein Großvater seitdem? Nein, nichts. Ich hab nur gemeint, seitdem ist er sehr verändert. Denn Vater war sein einziges Kind. Fritz muss wohl die Skepsis in meinem Blick bemerkt haben, denn er wich ihm clever aus, indem er mir einen Kuss gab. Nein, Micke, nicht was du denkst. Nur auf die Stirn, denn mehr hatte ich ihm bis dahin noch nicht erlaubt. Dann nahm er seine Mundharmonika zur Hand und spielte ein hebräisches Volkslied, das ich ihm beigebracht hatte. Es war Magdalenas Lieblingslied für alle Gelegenheiten. Im Krieg hatte sie es immer gesummt, um unsere Ängste zu beschwichtigen. Hava Nagila, weißt du, das bedeutet, lasst uns glücklich sein. Trotzdem spürte ich ganz genau, irgendetwas trug Fritz wohlwissend mit sich herum. Und leider sollte ich recht behalten, denn dieses Etwas, verbunden mit einem Verrat, wurde im Spätherbst so konkret, dass es mich 3 Tage und Nächte durchheulen ließ. Ja, du hast schon richtig gehört. 3 Tage und 3 Nächte habe ich geheult und gewimmert wie ein verwundetes Tier. So, lieber Mensch, irgendwo da draußen. Sei nun gespannt auf den 2. Teil von Herzen im Feuer, in dem Judith alle erdenklichen Achterbahngefühle durchlebt. Wir, also alle Mitwirkenden, würden uns jedenfalls sehr freuen, dich wieder dabei zu haben.